Okay, fangen wir an. Sorry für die Verspätung. Es dauert alles ein bisschen, bis ich mich aufgebaut habe. Okay, ich habe ganz viele Übungsaufgaben mitgebracht, aber bevor wir da einsteigen, erstmal, haben Sie irgendwelche Fragen darüber hinaus, was jetzt in den Foren diskutiert wurde? Zum Inhalt, zur Organisation? Ich kann ja schon mal sagen, was diese Woche diskutiert wurde. Einmal das mit dem Audio. Ich habe bis jetzt keine Stimme gehört, die es toll findet, dass die Hintergrundgeräusche ausgeblendet sind. Ich werde jetzt dann die Einstellung wieder zurückstellen, dass Sie die Traktoren wieder hören können. Dann die Kommentare auf den Folien. Das habe ich jetzt gelöst. Ich habe die ganze Zeit einen falschen Konverter benutzt. Ich habe jetzt eine neue Version von den Folien hochgeladen und da sehen Sie dann die Kommentare. Ich kann es Ihnen ja mal kurz zeigen. Haha. Okay, ich kann es Ihnen wahrscheinlich nicht zeigen. Jedenfalls, meine Notizen tauchen dann auf jeder Folie links oben als so ein Textkommentar auf. Ne? Das ist so eine Sprechblase, wenn Sie da draufklicken, je nachdem, was für ein PDF-Reader Sie benutzen, können Sie dann Backstage meine Folien sehen. Ja, ich glaube, sonst gab es keine Kommentare. Ich habe ein anonymes Forum eingerichtet für Feedbacks, falls irgendjemand anonym was posten möchte. Genau, und ich werde mich natürlich bemühen, immer freitags schon die Literatur bekannt zu geben für die kommende Vorlesung, soweit es geht. Ja, jetzt nochmal meine Frage an Sie. Haben Sie irgendwelche Fragen noch, die offen sind? Wenn nicht, steigen wir gleich in die Übungssitzung ein. Oh, da gibt es eine Frage. Die stelle ich auch online. Den Anfang mit den Fragen würde ich immer aufnehmen, weil kann ja sein, dass irgendjemand nicht kommt, generell nicht kommt. Und ich denke, das lohnt sich, das aufzunehmen. Das Präsentieren von Ihren Aufgaben, das lohnt sich, glaube ich, nicht aufzunehmen, weil mit dem Projektor oder mit der Tafel, das ist dann schwer, das Bild reinzukriegen und ich weiß auch nicht, inwieweit Sie sich wohlfühlen, dass dann ein Video von Ihnen irgendwie auf YouTube ist. Und es wäre ziemlich viel Arbeit für mich, Ihr Gesicht immer irgendwie unkenntlich zu machen. Und ich meine, das Wichtige an den was das Präsentieren der Übungsaufgaben angeht, ist ja, dass wir dann einen Lösungsvorschlag in irgendeiner Form haben und den hochladen und in den Foren das dann in einem separaten Thread das dann haben. Ne? Von daher würde ich nur den Anfangsteil hier immer aufnehmen. Genau. Und Sie sehen auch, ich habe quasi alles mitgebracht, was ich finden konnte. Also wenn Sie es schaffen, Folien vorzubereiten jetzt für Ihre Aufgabe, die Sie zugeteilt bekommen, dann können Sie gerne den Beamer benutzen. Wenn sich herausstellt, dass nie jemand den Beamer benutzt, dann würde ich den Beamer gern freitags dann für die Übungssitzung nicht mitschleppen, weil ja, dann habe ich immerhin eine Hand für meinen Kaffee frei. Ich hätte dann immer den Overhead und Folien und Kreide für die Tafel dabei. Ne? Aber das sehen wir ja heute. Ich habe keine Ahnung, wie da Ihre Präferenzen sind. Was den Ablauf angeht, ich würde sagen, Sie bilden jetzt untereinander Gruppen von höchstens 4 Leuten. Mehr ist schlecht, meiner Erfahrung nach, für die Diskussion. Ich werde aber natürlich auch keinem irgendwie jetzt eine Note schlechter geben am Ende, nur weil ich gesehen habe, dass es eine Fünfergruppe ist. Meine Empfehlung, höchstens 4 Leute. Das ist so die maximale Größe, wo man irgendwie konstruktiv diskutieren kann. Sobald Sie Ihre Gruppe gebildet haben, würde ich dann bitten, dass Sie
eine aus ihrer Gruppe hier nach vorne schicken, und um eine Aufgabe und Materialien abzuholen. Und von der Bearbeitungszeit her würde ich sagen, fangen wir erstmal mit 60 Minuten an. Ich bin die ganze Zeit hier. Sie können jederzeit nach vorne kommen und Fragen stellen zu Ihrer Aufgabe. Und nach 60 Minuten schauen wir mal, wie viel schon präsentationsbereit ist. Ach ja, Sie müssen auch nicht unbedingt hier bleiben, ne? Also wenn irgendwie alle hier sitzen und hier diskutieren, dann kann es ziemlich laut werden. Ich zwinge Sie aber auch nicht rauszugehen. Also Sie können das machen, wo Sie wollen. Aber in ungefähr 60 Minuten, also um 12:15, würde ich sagen, treffen wir uns auf jeden Fall wieder hier und schauen, wie weit alle gekommen sind. Genau, und dann würde ich jetzt bitten, einen von der Gruppe jeweils hier vorkommen zu lassen. Nee, das war einfach nur ein ungeplanter, schlechter Kommentar. Es ist alles unbewertet. Ist alles unbewertet, alles intrinsisch hier. Da gibt es noch eine Frage. Es gibt noch eine Frage. Ja. In einer mindestens, ja. Aber die Übungsaufgaben fangen also ziemlich weit vorne an, ne? Ja, also ich schmeiße Ihnen das jetzt nicht nur als eine Folie hin, sage, das ist total wichtig, und gehe dann gar nicht mehr drauf ein. Also wir werden quasi den Rest des Semesters damit verbringen, dass Sie das in der Anwendung verstehen, ne? Ich weiß, das ist ein schweres Konzept, wenn Sie noch nie damit zu tun gehabt haben. Aber ich verspreche Ihnen, dass es sich lohnt, dass Sie sich damit auseinandersetzen. Nicht nur für diesen Kurs. Okay, waren das alle Fragen? Gibt natürlich keine Möglichkeit für Sie, mich zu bestrafen, falls ich das für euch nicht halte, ne? Dann, ja, und können Sie sich gerne Ihre Aufgaben hier vorne abholen. Und um 12:15 treffen wir uns wieder.